Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, der Herr Ministerpräsident hat ja eingangs gesagt, wir sollten alle pfleglich miteinander umgehen. Ich werde Sie bei Gelegenheit daran erinnern. Herr Ministerpräsident, nun sind wir ja nicht so zart beseitet als LINKE, dürften wir auch nicht in diesem Haus und bei dem Umgang der CDU zum Teil mit uns. Aber ich will nur einmal darauf hinweisen, dass wir nicht einmal informiert wurden über das Sondervermögen. Wir haben das, Herr Finanzminister, und das unterscheidet sich von Ihrem Vorgänger, wir sind darüber nicht informiert worden. Wir haben das aus der Presse erfahren und wird uns aber nicht, was uns doch, dafür können Sie was. Wird uns aber nicht davon abhalten. Das wird aber am Ende nicht unser Abstimmungsverhalten, um das ganz deutlich zu sagen, beeinflussen. Weil wir gucken uns an, was in einem Gesetz steht. Wir gucken uns nicht einfach nur an, wer ihn eingebracht hat, und entscheiden nicht nach irgendwelchen Befindlichkeiten. Das unterscheidet uns ja von der CDU. Und deswegen machen wir Ihren Umgang mit uns nicht davon abhängig, ob wir einem Gesetzentwurf unsere Zustimmung geben oder nicht, meine Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, dann haben Sie gesagt, diese Debatte hätte ja keine völlig neuen Argumente hervorgebracht. Das ist richtig. Aber interessant ist schon, dass die Argumente aus Mündern kamen, aus denen man sie sonst gar nicht so oft hört. Weil die CDU, die uns jahrelang gepredigt hat, Schuldentilgung, schwarze Null, die Schuldenbremse, die argumentiert jetzt für Investitionen in zweistelliger Milliardensumme. Und ich sage mal so, also das Argument, es ist kein Geld da, das wird in den nächsten Jahren wirklich deutlich schwieriger für Sie, weil Sie haben gezeigt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Dieses Land kann investieren, und zwar auch in zweistelliger Milliardenhöhe. Und das ist überhaupt nicht als Kritik in dem Fall zu verstehen. Also, es ist vollkommen in Ordnung, wenn die CDU umfällt. Hauptsache, sie fällt in die richtige Richtung. Und nur, was ich in der Tat jetzt nicht so ganz anständig finde, und da verstehe ich den Ärger auch, ist, geben Sie es doch einfach zu, sagen Sie doch einfach, es war eine Fehleinschätzung. Es war eine Fehleinschätzung, wir hätten das mit der Zweidrittelmehrheit nicht machen sollen, und die Schuldenbremse ist auch Käse. Nur dann eben wirklich eine nicht vorhandene Blockade der Opposition als Feigenblatt zu nehmen, um sich von seinem ideologischen Gefängnis mal zu befreien, das ist in der Tat unredlich. Weil wir haben doch im März einstimmig hier beschlossen, wir haben doch einstimmig die Schuldenbremse ausgesetzt und haben doch einstimmig beschlossen. Und ich finde ja das, den Wortlaut Ihres Gesetzentwurfs, was Sie ändern wollen im Gesetz, das ist ja vollkommen richtig. Aber was in der Begründung drin steht und dass Sie dann schreiben, naja, die Regelung hat sich als nicht praktikabel erwiesen, also das ist schon eine ziemliche Frechheit. Und wenn sich jetzt Herr Wagner hinstellt und sagt, wir können doch nicht hier alle drei Monate so ein Drama aufführen, was war das für ein Drama für drei Monate? Was war das für ein Drama? Wir haben innerhalb von einem Tag in drei Lesungen mit den notwendigen Mehrheiten diese Gelder freigemacht. Und deswegen noch einmal, dass Sie die Schuldenbremse hier aufweichen, dass Sie hier abschaffen. Jeder Sargnagel an der Schuldenbremse ist ein guter, und wir helfen gerne beim Reinhämmern. Das ist absolut richtig. Aber die Begründung, die ist schon einfach unredlich. Und da verstehe ich auch den Ärger, auch wenn ich die Position von SPD und FDP nicht teile. Wir waren damals gemeinsam gegen die Zweidrittelmehrheit. Und da haben Sie auch etwas falsch verstanden, Herr Ministerpräsident. Es ist jetzt nicht so, dass die FDP und wir hier untergehakt Seite an Seite kämpfen würden. Es ist so, dass die FDP damals für die Schuldenbremse war. Wir waren die entschiedenen Gegner. Die FDP war für die Zweidrittelmehrheit, da hat sie ihre Position nicht verändert. Wir waren dagegen, wir haben unsere Position auch nicht verändert. Also von daher gehe ich fest davon aus, so viel zu den Gemeinsamkeiten, das war es dann aber auch. Deswegen gehe ich auch da fest davon aus, dass wir heute nicht gleich abstimmen werden, die FDP und DIE LINKE, weil wir eine grundlegend andere Position haben zum Thema Schuldenbremse. Und für uns will ich das noch einmal ganz deutlich sagen. Wir haben Änderungsanträge eingebracht, weil wir es für nicht weitgehend genug halten, was Sie hier vorschlagen mit dem Sondervermögen. Aber noch einmal, am Ende ist für uns entscheidend, nicht parlamentarische Geländegewinne, nicht die Frage Befindlichkeiten im Umgang miteinander, sondern was kommt am Ende bei der Bevölkerung an. Und die brauchen Hilfe. Die brauchen viele Menschen Hilfe, und die brauchen Soforthilfen.
Und deshalb werden wir da immer, unsere Entscheidungen sind immer im Landtag davon abhängig, nicht, wie gehen Sie mit uns um, da müssen wir alles ablehnen bei dem Umgang, sondern was steht am Ende drin und was bedeutet das für die Lebensrealität von Menschen. Und deswegen werden wir nicht gegen das Sondervermögen stimmen und wir werden auch nicht gegen diese Gesetzesänderung heute stimmen, weil wir die Sache nach den Inhalten beurteilen, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir einen Änderungsantrag eingebracht, weil es uns einfach nicht weitgehend genug ist. Es reicht nicht aus, die Gesellschaft sozial und ökologisch zu verändern und all die Investitionen, die in den letzten Jahren unterblieben sind, die eben jetzt auch vorzunehmen. Deswegen, es ist ein Minischritt in die richtige Richtung, aber es reicht nicht aus. Die Schuldenbremse muss weg. Wir brauchen sehr viel höhere Investitionen. Und ein Letztes, Herr Präsident, ich freue mich natürlich, dass die Anregung der LINKEN aufgegriffen wurde, dass die 10 Millionen Euro auf 1 Million Euro gesenkt wurden, an denen der Haushaltsausschuss beteiligt werden muss. Weil natürlich müssen wir uns darum kümmern, dass die parlamentarische Beteiligung da ist. Aber vor allem brauchen wir eben jetzt viel Geld, das wir ausgeben können, um die soziale Schieflage in dieser Krise zu bekämpfen. Und deswegen werden wir so abstimmen, wie wir abstimmen. Vielen Dank.